Beto habe ich eins hier in Reichbröch. Man, sie wird ja die Kneip und das war ja nie besser. Mein Grotkind sagt, da geht nur Ockenbach in net mit seinen Blick prägen. Und da habe ich gedacht, ich komm mal nur sehen. Jo, du hätt ihr Grotkind auch hier recht. Verstehen das ist, wirklich ist einfach, für Jan und alle Mann. Wenn der Finanzpartner aus der Region kommt. Der nächste Neuzugang ist da, Aaron Frey. Hier ist der Ball. Ja, jetzt hast du ihn auch in der Hand, den rot-weißen Kickersball. Ja, du kommst von drüben, von der anderen Mainseite. Jetzt hast du den rot-weißen Ball in der Hand. Wie fühlt sich das an? Auf jeden Fall ganz gut. Ich wollte schon immer mal hier beim UFC spielen. Jetzt habe ich es endlich geschafft, einen Vertrag zu unterschreiben bei den Profis, hier beim UFC. Auch sehr gut und ich freue mich. Ja, aber das nehmen uns die Fans nicht so ab, weil sie, die glauben immer, das sagt jeder einfach so. Gibt es denn eine ernsthafte Verbindung zum OFC? Weil die sagen immer alle, ja, es ist toll, beim OFC zu spielen. Ja, ich war früher schon mal im Stadion, wie gesagt, und ein paar Mal in den Zweitliga-Zeiten beim OFC. Und ich war schon immer auch ein kleiner OFC-Fan, kann man schon so sagen, auch wegen meinem Vater. Und deswegen ist es schon auf jeden Fall für mich eine große Ehre, jetzt hier beim UFC zu sein. Wenn du damals auf der Tribüne warst, kannst du dich an irgendwas erinnern, an irgendein Spiel, an irgendwelche Spieler, mit denen du angefeuert hast? Ja, das war zu der Zweitliga-Zeit beim UFC. Da gab es zum Beispiel Olivier Oceans, war damals so quasi der größte Star beim UFC. An den kann ich mich noch sehr gut erinnern und das waren schon immer, wir haben eine tolle Stimmung da und ich habe es immer sehr genossen. Okay, und jetzt bist du ziemlich hoch gewachsen, wirst wahrscheinlich in der Abwehr dann spielen oder wo dürfen wir dich erwarten? Genau, ich bin gelernter Innenverteidiger, kann aber auch als linker Verteidiger spielen, aber eigentlich bin ich gelernter Innenverteidiger. Und was hat den Ausschlag gegeben, jetzt zum OFC zu kommen? Denn du kommst ja, ja, wir sagen immer von den Unaussprechlichen. Ja gut, der Ausschlag hat jetzt gegeben, dass ich hier in der Nähe wohne, ich komme aus der Nähe von Hanau. Also es ist eigentlich mit die optimalste Lösung jetzt für mich gewesen, zum OFC zu wechseln. Hier habe ich einen tollen Verein mit viel Tradition, tollen Fans, kann Regionalliga spielen. Habe die Chance, mich hier durchzusetzen als Stammspieler und das war für mich ausschlaggebend, hierher zu kommen. Du hast ja hochklassig gespielt sozusagen im Jugendbereich. Was waren da so die größten Erfolge? Ja gut, ich habe jetzt ein Jahr Jugendbundesliga gespielt bei der Eintracht und die größten Erfolge waren jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt in zwei Spielen gegen Hoffenheim, haben wir aus zwei Spielen 4 Punkte geholt, einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und Hoffenheim war ja auch zum Beispiel auch im Finale um die Deutsche Meisterschaft dabei, also das waren so unsere größten Erfolge in der letzten Saison, sage ich mal jetzt, an den Siegen, die wir einfahren konnten. Das waren so unsere besten Spiele eigentlich gegen Hoffenheim. Wen von deinen zukünftigen Mannschaftskollegen kennst du schon? Ehrlich gesagt kenne ich quasi noch, also kleinen Torwart, den Endres kennt man, weil er einfach schon Ewigkeiten hier ist, aber ansonsten kenne ich noch nicht wirklich viele Spieler. Wie ist das so gelaufen mit dem Transfer hierher? Gab es da schon längere Beobachtungen oder ist das jetzt ganz schnell entstanden? Ja gut, am Ende der letzten Saison entstand dann der Kontakt zum OFC hier. Dann war ich hier zweimal im Training, aber ich wurde auch schon beobachtet vom OFC ab und zu bei unseren Spielen. Und dann war ich, wie gesagt, hier im Training. Es hat gut geklappt und dann kam eben das Angebot. Der Trainer Oliver Reck hält ja große Stücke auf dich. Gab es da irgendwie schon mal ein intensiveres Gespräch? Ja, bis jetzt, wir haben ein kurzes Gespräch geführt. So hat mir mal so seine Sichtweise erklärt und alles Mögliche. Aber so ein richtiges Gespräch gab es jetzt also noch nicht möglich. Montag ist Trainingsauftakt. Da wirst du natürlich aktiv dabei sein. Ja. Ja. Und was sind so deine Erwartungen, wenn man jetzt hierher kommt? Einerseits denke ich, du bist ganz frisch, jetzt hast Abi gemacht, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und ja, jetzt erstes Profijahr, was nimmt man sich da vor? Ich möchte mich erstmal schnellstmöglich etablieren bei den Senioren. Ist auch nochmal was anderes jetzt, als Jugendspieler zu den Erwachsenen zu kommen. Und ich möchte schnellstmöglich Fuß fassen, mich in der Mannschaft gut integrieren und dann mal schauen, wie es läuft. Umziehen musst du ja nicht. Du wohnst ja hier auch im rot-weißen Land. So bis Hanau ist ja auch ziemlich viel rot-weiß. Hast wahrscheinlich auch den einen oder anderen Freund, der so ein bisschen Fan ist, oder? Ja, ich hab sehr viele Kollegen, die offenbar Fans sind. Deswegen also die Freundschaft alle für mich und ja. Ja, dann würde ich sagen, hau richtig rein. Dann freuen wir uns, wenn du richtig erfolgreich bist. Dann haben wir alle miteinander Spaß. Danke. Danke dir auch.